Oh, ja, Tatsache. Ich erinnere mich nach draußen. Aua. Nein. Okay, ich dachte nicht, dass dieser Ort zwei Eingänge hat. Jetzt aber rein da. Was bist du nur für ein Ding? Möchte ich wissen. Mal gucken, was passiert. Nichts. War zu erwarten. Ich kann ihn nicht packen, kann gar nichts, kann ich. Mal ein bisschen nachfragen. In Ranel ist also der, den du suchst. Gut zu wissen, oder? Versuchen wir es dann mal in diesem dunklen Gebiet im Norden von Kakariko. Vergiss nur nicht, dass da sicher auch ein Schattenkristall ist. Naja. Natürlich denkt die nur wieder an ihren Schmuck. Ich frag mich, was das mit dem Ding auf sich hat. Kommt bestimmt später nochmal vor. Kakariko ist noch kein beendetes Kapitel. Oh nein. Jetzt muss ich aber erstmal weiter. Gut, ab nach draußen zu meinem Pferd. Zum Schnitzel! Da steht sogar noch. Braves Ding. Ja, renn sofort gegen die Wand, genau. So, ich frag mich eins, ob ich dieses Tor in die Luft jagen kann, obwohl das sieht ziemlich fest aus. Lass mal das nochmal und nehmen nochmal Anlauf. Vollgas! So weit, so gut. Ebene von Hero. Hier war ich offenbar schon mal. Da vorne ist dieses dunkle Gebiet. Sonic, wo bist du? Ich kenne dieses Geräusch doch. Der schon wieder. Hallo Sonic, ich hab Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Sammle ein paar Turnschuhe ein. Guck ich mal, was habe ich denn für Post bekommen? Dringende Nachricht, Nahrungsladen. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir nur ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur wenn der Zahlen... Aber nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Ja, klingt ganz nach ihm. Gut, das ist nochmal die Anleitung, aber ich weiß ja schon, wie es geht. Wenn ich die Pfeile auf B habe, kann ich dann mit Z die Bomben auswählen. Und dann habe ich sie. Okay, Pferdchen, du wartest hier. Ich muss auf Mission. Ja, ohne Schuhe. Boah, musst du so furzen, ey. Nur drauf. Da kommt unser Gaul ja nicht hoch. Und spring! Und ulkigerweise ist da Moos, Efeu, an dem wir hochklettern können. Klettern wir einfach mal. Auf die affige Art und Weise, die wir drauf haben. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Oh, ein großer Fels, ein großer Fels. Gut.
Das kann ich zählen, aber ich sollte mich natürlich beeilen. Oh, das hat ja schon gut funktioniert. Schaffe ich das? Klar schaffe ich das. Na gut, bin gespannt, was jetzt kommt. Wohin? Ja, auf keinen Fall in diese Richtung, oder? Ne, hier endet der Fels. Okay, wohin hat mich die Klettertür jetzt geführt? Ein Berg. Ah, da ist eine Kiste. Wunderbar. Ist denn noch was? Nein, hier ist nichts. Kletter mit Link. Heute, wie man zur Kiste kommt. Und wieder ein Herzteil, okay. Ich habe Riecher für so einen Scheiß, kann das sein? Oh, Abgrund. Gut, jetzt aber zurück zum Pferd. Ich muss gleich unbedingt irgendwie Pfeile auftreiben. Wow. Was ist das denn für Beyblades? Die tauchen ja inzwischen überall auf, ne? Jack und Dexter habe ich schon welche gesehen. Das ist ein blöder Vogel. So, jetzt. Da! Zwei auf einmal. Und Herz eingesammelt, obwohl ich eigentlich keins brauche. Die Viecher sind lustig, was ist das? Die rennen sogar in ihren eigenen Tod, wenn es sein muss. Auf meinem Gaul zu nerven. Hier wimmelt's nur wieder von solchen Vögeln. Obwohl, ich erinnere mich an diesen Ort. Ich glaube, das war, ja, genau, das war die Scheißbrücke, wo wir diesen Ork herausfahren durften. Wir müssen irgendwie in den Norden kommen. Da kommen wir aber nur hin, wenn wir wieder diese Brücke gehen. Nerv nicht. Na, so langsam. Sag mal! Es wird schon wieder Abend. Hier in The Legend of Zelda. Okay, hier ist der Teil der Brücke, der wahrscheinlich weggeht. Oder auch nicht. Machen wir erstmal vorwärts. Ha, bin ich gut oder was? Oh-oh. Nein! Und wird abgesogen. Jo. Aber warum war der von innen hohl? Ich meine, so ein Stein wäre massiv. Dann schmeißt du wieder drei dieser Viecher raus. So, gegen die will ich natürlich kämpfen. Runter vom Gaul. Seh doch nicht ein. Dass die Viecher mir jetzt den ganzen Weg versauen. Alter, direkt auf mich zu. Wow. Ich habe zwei auf einmal erledigt. Und alle drei. Ha! Das kann man auch mit dem großen Link. Yes! Keine Nachricht von Midna, kein Nichts. Na gut, mein Job hier ist dann. Oder auch nicht, da ist ja noch ein Fels. Vielleicht ist aber auch nur was vom Gelände her. Oh, ein paar Rubine sind drin.
gut ist, aber zurück zum Pferd, bevor es noch zu spät wird. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Hängt er sich wieder an der Wand auf? Und nochmal. Ja, die Wände üben keine magnetische Anziehung aus. Oh nein. Wir sind wieder kleine Orks. Eine Brücke, die anscheinend noch funktioniert. Du wagst es! Ich habe ein Pferd gestochen. Yeah! Durchs Herzchen reiten und weiter jetzt. Gut, und da wären wir. Weiter will er gerade auch nicht reiten. Gehst du wo runter? Schwert weglegen und dann geht's. Mann. Ah, endlich sind wir hier. Ein Schattenkristall ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reiten. Es hängt nur von dir ab, ob wir das Licht in dieses Gebiet zurückbringen können. Und was jetzt? Also, was ist? Soll ich dich jetzt ins Schattenreich mitnehmen? Ja. Gut, sie geht rein. Pack und... Bleh. Link, dunkle Digitation, so! So! Wolf, Link! Wow. Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl wieder in dieser Welt nie mehr die Wolken meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht auch irgendwann. Wie sieht es aus? Sollen wir gehen? Ich habe die Vermutung, dass sie irgendwann zur Königin aufsteigt und dann passiert dann genau dasselbe wie in Sonic und der Schwarze Ritter. Die, der du helfen willst oder die dir helfen will, verrät dich. Stürzt die Welt ins Unheil. Das Pferd mich jetzt wirklich erwischt? Ah! So. Und? Nix drin. In Gräsern wächst auch nichts, ne? Hab dich. So. Und. Reflex auf Kampfhöhe. Haha! Gut, halten wir uns jetzt nicht zu sehr mit den Viechern auf. Ein Gero. Eine Tasche. Eine Frau, die ihre Handtasche verliert? Ich meine, Ilia ist die einzige, die noch über ist. Schnüffeln! Eine Tasche! Bitte, Sonic, kannst du mir eins versprechen? Pass gut auf dich auf, ja? Ah, dieses schöne Gesicht, dürfen wir es also bald wiedersehen? Geruch der Kinder vergessen und neuen Geruch merken? Das geht? Klar. Geruch von Ilia gewittert. Witterung von einem Weibchen? Da sehe ich dir doch am Gesicht dann. Gut, dass wir eine Spur haben. Die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Boah, du bist so ein gehässiges Weibstück. Okay, vielleicht hat Midna selber aber über für Link. Jetzt aber erstmal dem Geruch folgen. Das war ein High Speed. Ja, was mit...